Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, wir sind verdammt weit gekommen. Wir haben eine stabile Base. 3 Raketen, wir können bis zur Venus fliegen. Wir haben ein schönes Lagerungssystem mit jede Menge Ressourcen. Ein voll aufgebautes QED. Ein paar Maschinen für die Weltreise. Eine Schmiede. Portale in verschiedene Welten. Ein Maschinenpark. Und hier eine Erzverfünffachung. Und heute schließen wir das erste richtig große Ziel ab. Den ME-Controller. So, ich habe hier schon mal bereitgestellt. Wir haben die Pure Flux Crystal, die Osmium-Kristalle, Machine Frame Resonant. Hier mache ich gerade noch Concentrated Cloud Seed. Da können wir eigentlich mal den hier machen und zack. Und dann machen wir hier Pull. Und jetzt Pull. Jetzt müsste das dadurch kriegen wir jetzt hier Cloud Seed. Sehr schön. Da ist meine Fernbedienung. Mein Bildschirm will gerade wieder ausgehen. Problem ist nämlich, ich habe eben gesehen, wir brauchen 80 Buckets für unsere ME-Controller. Also wir können zumindest einen heute machen. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall den Inscriber. So, daran kommen wir nicht vorbei. Inscriber, wir brauchen jetzt Carbon Wafer. Das heißt, wir brauchen einen Circuit Fabricator. So, Circuit Fabricator. An sich gar kein Thema. 2 Wyvern Crystal. Ich glaube, da die Player Cores habe ich heute aus Versehen auch schon mal gecraftet, oder? Habe ich die dann nicht gecraftet? Na gut. Das ist kein Thema. Das ist ein bisschen nervig, aber kein Thema. Das ist kein Thema. Machen wir das hier erstmal. Wir brauchen Kupfer. Haben wir. 4 Brass. Und dann war das Carbide. Das war 8 Kohle und ein Tanks. Wir haben alles. Ich glaube, dafür brauchen wir noch einen Eisenbahn. Das haben wir auch. Wir brauchen 2 Sticks. Boah, ich glaube, das ist echt das erste Mal, dass ich mich so extrem auf ein ME-System freue. Aber kann man es auch verübeln. Machine Housing, 2 Enderium, packen wir das hier mal weg und das hier und das, so, was war das jetzt noch, Ripe und Crystal, wir brauchen einen Player Core, das sind 2 Emeralds, hier sind noch die Player Cores, muss ich doch schon welche vorbereitet, aus Versehen, 16 davon. Zack, zack. Das haben wir. Elektro-Silicon. Da brauchen wir Silicon. Da brauchen wir Silicon Bull. Da brauchen wir Sandy Coal. Das ist Sand. So. Oh, wir haben auch noch Sand. Ja, gut. Dann hier einen Block of Coal. Oh, es ist so schön. Das jagen wir dann einmal schnell hier durch. Zack. Zack. So, dafür brauchen wir jetzt eine Säge. Komm. Da machen wir auch mal eine Dias-Säge. Ich meine, wir haben mit ja einen Dias. So. Sehr schön. So. Silicon Bull, Diamond Saw. Jetzt brauchen wir nur noch Electrotime. Wir brauchen genau 2 davon.
Die machen wir uns dann auch. Jagen das dann wieder hier durch. Die Bricks wollte ich zwar jetzt nicht, aber auch gut. So, das haben wir auch. Dann packe ich das jetzt mal hier rein. Das ist mir gerade eigentlich scheißegal, wo das dann landet. Ich werde jetzt eh nur noch gucken, dass ich die Tasche was frei habe. So, wir brauchen zwei Capacitor und eine Great Flux Battery. Okay. Capacitor, Great Flux Battery. Ich freue mich schon, wenn wir das Rezept autocraften können. So, davon brauchen wir zwei. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, brauchen wir das. Ich hoffe, ich habe jetzt alles dabei. So, natürlich nicht. Ich brauche drei Redstone-Blöcke. Aber der Brewing Stand geht mir auch ein bisschen auf die Eier. Aber naja, so. Dann einmal. Plan A. Plan A. Erneut. Was? Ach, ich habe nur drei Redstone-Blöcke rausgeholt. Muss ich ja zweimal machen. So, Plan A. Machen wir Plan B draus. Ich nehme einfach den ganzen Stack Redstone mit. So, es ist mir jetzt gerade scheißegal. Plan B. B wie Bombe. Na, wer kennt das? So. Und. So. Und dann jetzt nur noch Enriched Alloy und Osmium haben wir hier. Was zum Henker willst du denn jetzt noch haben? Das habe ich. Das habe ich. Du hast doch alles. Guck. So, und dann kannst du jetzt auch bestimmt den Circuit Fabricator machen. Sehr schön. Den werde ich ja sogar ich einfach nur billig hier dann klatschen. So. Inscriber. Wir brauchen Carbon Wafer. Das ist Silikon, Redstone und ein Redstone Comparator. So, so. Nehmen wir mal das Silicon hier. So, wir brauchen einen Redstone Comparator. Das sind zwei Steine. Machen wir so. Und so. Und weil es mir gerade ein bisschen dunkel wird hier. So. Habe ich mir mal schnell ein bisschen Licht angemacht. Ja, ich weiß ja, der Darkness war ja Old Friend, aber naja, Darkness ist heute nicht so mein Freund. Wow. Zack. Zack. 7 Stück davon. Ich mache jetzt einfach mal 7 Stück. So, Circuit Fabricator, das. Und wir bekommen das Zeug für die Inscriber. Ich hab gleich ein Maze-System. Oh yeah! Okay, da muss ich nochmal ein bisschen offscreen machen, aber das ist kein Thema. Wir machen dann heute schon mal wenigstens einen Mac-Controller fertig. Was war denn da? Wir können dann schon mal hier die Fluxblöcke holen. Auch wenn wir nicht so viele brauchen werden. Sehr schön, das reicht auch schon. Das erste. 8 davon. 6 davon.
zwei davon, zwei davon. Und hab ich Slime Balls. So, einmal, zweimal. Ach ja, ich habe jetzt also voll, das zu war. Suchen. Dreimal. Okay, den Inscriber. Kommen wir zum nächsten Teil. Wir brauchen für den ME-Controller. Welchen Circuit? Ich glaube, das ist der Engineering. Okay. Da brauchen wir Pulsating Chipsets. Die habe ich schon gemacht. Printed Silicon. Das heißt, wir brauchen jetzt schon mal zwei Eisenblöcke. Ich mache sogar, glaube ich, echt direkt alle drei. Press. Inscriber. Inscriber. Wir brauchen dann Zerbsquatz-Block, Dia-Block, Logic, also ein Goldblock und ein Silicon. Goldblock. Silicon. Moment. Zerbsquatz-Block. Dia-Block. So. Dann hier hin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Ja, ist jetzt nicht das schnellste. Die haben wir. Boah, ey. Das ist jetzt gerade für mich wie Weihnachten, ne? Es ist so schön. Wir haben jetzt gleich das ME-System. Oh. So, Engineering. Machen wir das ganz, ganz einfach. Geht also nicht? Ich hab dafür doch mal nicht einen. Ist wohl ausgeschaltet. Aber das juckt uns nicht. Holen uns hier noch einen Silicon raus. Geht das auch mit dem? Tatsache. Holen uns den Pulsating Chipset. Da kriegen wir sogar zwei raus. Eins, zwei, drei. Da ist der Prozessor. Den parken wir dann mal hier hin. Dann holen wir mal aus unserer Kramereikiste die Lava Drone raus. Und wir hatten einen Stone Barrel. Wo ist das hin? Ich bin jetzt gerade voll zum Suchen. Ich mache mal einfach ein neues. Das ist ja nur ein bisschen Stein. So, und jetzt Trick 42. Na, alter Maus, hör auf zu verziehen. Was, wieso will der das jetzt? Ich will es gar nicht erst wissen. So, dann zack, 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 zack. Always active. Und wir machen unseren Skystone fertig. Wir haben alles zusammen. Wir haben gleich den ME-Controller. Ja, ja. So. Always active. Das kann dann wieder hier rein. Den braten wir dann nochmal schnell durch. Braucht dann wirklich schnell. So, dann nehmen wir mal alles raus. Machine Frame, Skystone, Osmium Kristalle, Pure Fluix Crystals,
Engineering-Prozessor. Ich mache mir dann mal zwei Eimer, ne? Ich glaube, heute dürfen wir mal mit dem Luxus leben. Was Luxus? Du kriegst einen MI-Controller. Was ist dieses Luxus? Scheiße, ich habe keine andere Workbench hier. Die wird aushelfen. Zack. Einmal, zweimal. Cool, kann man sogar platzieren. Concentrated Cloud Seed. Concentrated Cloud Seed. Juhu! ME-Controller! Wir haben ihn. Wir haben ihn. So. Und jetzt zu meinem El Grande Masterplan. Das ME-System wollte ich hier unten hin verpacken. So dürfte ich in der Mitte sein. 1, 2, 3. Genau. Dann ist das hier der Block, wo einer hinkommt. Und dann geht das so weiter. So. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir das ME-System bepowert kriegen. Und wir werden jetzt auch generell gucken müssen, dass wir Saft dran kriegen. Oh, kennt ihr schon das hier? Hab ich ganz vergessen zu zeigen. Ich habe hier so ein bisschen mit Skyblöcken gearbeitet. Weil ich habe ja hier alles umgebaut und naja, Bedrock kann man ja nicht abbauen. Ich bin überlegen, ob ich das noch lassen soll. Das ist so ein cooler Effekt, finde ich. Ui. Oh, naja, da unten werde ich auch noch ein paar Wände hochziehen. Monster können auch momentan nicht mehr spawnen, weil wir haben eins Magnum Torch, habe ich mir dann doch mal erlaubt. Es sei denn, wir machen das so, dass wir Monster spawnen wollen. So, dich nehme ich mit. Ja. Ich bin jetzt gerade eigentlich so perplex, ich weiß gerade nicht, was ich mehr machen soll. Ey Leute, wir haben ein E-System. Wisst ihr, was das heißt? Ja, wir wissen zu spazial, der nicht die Fresse. Das heißt, dass wir ein ME-System haben. Ich hab doch gesagt, halt's Maul. okay. So, zurück zum Thema. Wo hab ich jetzt die Drum hingepackt? Das ist sehr schön, dass ich jetzt nicht mehr weiß. Ach komm. Habe ich die hier irgendwo reingepackt? Nee. Ja gut, ne? Dann... Ah ne. Warte mal. Kann man das hier... haben wir noch so eine Voidpipe? Also ich bin jetzt gerade in so einem Modus, das ist mir... Ja, ich will es nicht falsch ausdrücken. Es ist mir nicht egal, wie die Folge ausgeht. Also ich bin einfach so glücklich. Ich weiß einfach, wir haben eine Kappa zum ersten Mal den Mittelfinger gezeigt. Und trotzdem müssen wir noch was machen. Aber naja, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir hier ordentlich Platz kriegen. Mann, ich brauche doch nur einen leeren Tank und ich habe keinen Bock, einen neuen zu machen. Ich komme auch nicht auf die Idee, ob die echt noch hier ist, oder?
Push, raus mit dem Scheiß. Drück, Jung, drück. Drück. Ach komm, helf mal hier so ein bisschen nach. Will sich nur der Fahrer machen. So, dann einmal hier. ME-Controller. Der kommt oben drauf. Das kommt hier rein. Push-Pull. Bam! Es leuchtet. Das Lustige ist, alles wird ja im Kappa-Mode verändert. Auch der ME-Controller. Die Energiekosten wurden auch bei dem verändert. Der hat einen Speicher von 25 RF, wie man hier sieht. Und verbraucht offiziell genau ein RF. Egal, was du anschließt. Finde ich ein bisschen scheiße gemacht. Bin ich sogar ehrlich. Aber würde ich doch nicht nein. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir mal Energie ins Laufen kriegen. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir erstmal das hier ein bisschen richtig, dass wir schon mal die Drives kriegen. So, kurz am Auge gekratzt. Ja, wir brauchen hier die ME Drive. Fuck. Scheiße. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich glaube, wir müssen die Rakete nochmal auspacken. Mercury. Können wir da hin? Hoffentlich klappt das, dass wir da hin können. Ja, schicken wir die zum Befüllen. So. Ich befülle die mal, dann machen wir in der nächsten Folge nochmal kurz einen Ausflug ins Weltall. Holen nochmal ein bisschen Mercury. Und dann machen wir hier weiter. Alter. Ich mache mal kurz einen Moment Pause, damit ich wieder drauf klarkomme, dass wir es geschafft haben. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.